Sochi ist ja nun nicht länger ein Geheimtipp, sondern inzwischen kennt alle Welt diese Stadt. Darum jetzt nochmal ein letzter kleiner Rückblick über die Winterspiele. Herzlich willkommen hierzu auf Jungle Drum Radio. Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem Freeman von Alles Schall und Rauch uns jetzt ja ständig aus Sochi berichtet hat, gibt er uns heute im Interview nochmal ein letztes Resümee. Hallo Freeman. Ja, hallo aus Sochi, meine letzten Tage noch hier. Nächste Woche bin ich wieder in der Schweiz. Ja, kommen wir gleich zu der ersten Frage. Wie gut hat es dir in Sochi gefallen? Nehmen wir mal eine Skala von 1 bis 10. Wie viele Punkte würdest du Sochi geben? Ja, ich muss eine glatte 10 geben, denn es hat alles wunderbar geklappt. Von der Organisation her, von den Veranstaltungen her, vom Transport, Unterkunft, auch die Menschen, die Stadien und die Veranstaltungen waren sehr gut besucht und das Wetter hat auch ganz toll mitgespielt. Also ich wüsste nichts, wo ich sagen könnte, das ist jetzt da ist ein Riesenproblem gewesen. Im Gegenteil, ich bin selber überrascht, wie gut das alles abgelaufen ist und wie gut die vorbereitet waren. Und ich kann nur alle Achtung sagen. Damit beantwortest du eigentlich schon meine nächste Frage, die hätte jetzt gelautet: Wie war dein Gesamteindruck so von der russischen Planung, von der Infrastruktur, Verkehrsanbindung, Unterkunft, Verpflegung und so weiter? Da können wir aber dann sagen, das ist optimal gelaufen. Also nicht auf keinen Fall schlechter, als es bei uns gelaufen wäre. Nein, also ich habe zuerst gedacht, dass das Ganze zu groß dimensioniert ist. Also wo ich die ersten Tage dort war, habe ich gedacht, Mann, oh Mann, das ist ja Wahnsinn, wie groß alles ist. Ich habe aber dann gemerkt, dass das notwendig war, weil so viele Menschen dort waren. Es mussten so viel Platz geschaffen werden oder es musste so viel Kontrollpunkte aufgebaut werden und oder es müssten so viele Züge fahren, weil einfach so viele Besucher kamen, ja, es war eine Riesenmenschenmenge, die dort aufgetaucht ist, ne? Und weil in den ersten Tagen dachte ich, ja, das ist ja verrückt, wie groß alles ist, ja, aber es war notwendig, also haben sie es richtig geplant. Hier wurde ja in den Medien so ein bisschen rumgenölt, dass sie da zu militaristisch ausgerichtet seien in Sochi, weil da so viel Bewachung wäre. Nun war ja London bei der letzten Olympiade eine regelrechte Militärfestung. Die hatten sogar Flaks auf den Dächern stationiert und das, obwohl dort gar keine Anschläge angekündigt waren. In Sochi, da waren jetzt welche angekündigt. War da jetzt auch so viel Militär und Sicherheitspersonal? Ich habe zumindest in den Bildern nichts entdecken können. Also Militär hat man überhaupt keins gesehen, praktisch nur entlang der Bahnstrecke. In die Berge hat man Soldaten gesehen, die links und rechts neben der Bahnstrecke standen. Aber ich habe zum Beispiel mit dem Chef vom Sport, vom Schweizer Fernsehen gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie viele Olympiaden er schon mitgemacht hat. Und er hat gesagt, 9. Das wäre seine 9. Und er hat mir gesagt, dass zum Beispiel in Salt Lake City die Sicherheitsvorkehrungen genauso waren wie hier. Nicht? Also deswegen, die werden ja auch nicht von den Russen bestimmt, sondern das bestimmt alles das Olympische Organisationskomitee in Lausanne. Die haben, das ist ja ihre Veranstaltung. Ich meine, man sagt immer, das sind die Spiele von Putin. Das stimmt ja nicht, sondern das sind die Spiele des IOC in Lausanne. Die vergeben die Spiele und die sagen, was gemacht werden muss und was alles an Sicherheit und wie die Sportstätten aussehen müssen und wie kontrolliert wird. Das tun alles sie vorgeben. Und das muss dann das Gastgeberland einhalten. Ja. Nachdem da ja nun in Wolgograd zwei Sprengsätze hochgegangen sind oder zwei Selbstmordanschläge stattgefunden haben, hat man also wahnsinnig viel rumgeunkt, dass dort in Sochi also bestimmt auch irgendwas passieren würde und hat sich also die wildesten Geschichten ausgemalt, wie denn da jetzt irgendjemand Sprengstoff reinbekommen
könnte, sei es in Schuhsohlen oder eben durch Zahnpastatuben mit Sprengstoff. Ja, wie sieht's aus? Ist deine Zahnpasta explodiert? Ist irgendetwas explodiert? Irgendwas schiefgegangen? Irgendein Terrorist aufgetaucht? Ein Schuss gefallen? Irgendwas? Nee, natürlich nicht. Ich meine, es ist ja so, wie gesagt, um in die Sportstätten zu kommen oder auf das Olympiagelände, ist man ja durch so eine Schleuse gegangen, die wir vom Flughafen kennen. Also da wird das Gepäck geröntgt und man wird abgetastet, wenn es piepst. Ne? Also sind die gleichen Sachen, wie man heute an vielen Orten erlebt, ob das jetzt ein Fußballspiel ist oder wenn man zu einem Flughafen eincheckt oder sonst was. Nicht? Also, und außerdem ist es ja so, der Innenminister von Russland hat ja gesagt, dass die beste Sicherheit war ja die, die man nicht gesehen hat. Ja? Das heißt, da wurden natürlich schon massive Sicherheitsvorkehrungen gemacht, aber die waren unsichtbar. Oder die wurden weiträumig, zum Beispiel, wenn man nach Sotschi gefahren ist, musste man ja schon durch mehrere Kontrollpunkte durch. Ne? Also man kam ja gar nicht ungeprüft in diese ganze Gegend rein. Ja, ja. Trotzdem haben vielleicht einige... Aber es war nicht übertrieben. Also zum Beispiel, was mich erstaunt hat, wenn man am Bahnhof in Sotschi wurde man kontrolliert, um den Zug zu besteigen, aber dann, wenn man am Olympischen Park ausgestiegen ist, nicht mehr. Also es gab keine doppelt- und dreifachen Kontrollen. Dann sind nur die... Ja, dann sind die nicht so paranoid wie wir. Das ist schön. Und die Zuschauerränge, die waren aber größtenteils besetzt. Ich meine, ich habe immer mal ganz große Löcher gesehen in den Zuschauerrängen, aber die waren vielleicht auch für die Athleten reserviert. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, natürlich, denn die Offiziellen sind ja tausende Offizielle einmal von den ganzen olympischen Komitees von den 200 Ländern, ja, die dürfen ja da alle auch, diese ganzen Bürokraten dürfen ja da rumschwirren und werden als VIPs behandelt. Die haben natürlich Recht, sich irgendwo reinzusitzen. Dann haben die Sportler selber, wenn sie fertig sind, dürfen dann zuschauen. Dann gibt es Platz für die Journalisten, für die Trainer und Funktionäre und so weiter. Also das sind ja alles Plätze, die teilweise auch für sie reserviert sind. Und wenn sie sie nicht in Anspruch nehmen, dann kann das schon passieren. Aber generell muss ich sagen, dass die ganzen Sportveranstaltungen, die ich gesehen habe, die waren immer restlos voll. Ja. Bei der ursprünglichen Urolympiade in Athen auf dem Olymp, da war eine der Bedingungen, dass so lange Waffenruhe herrscht überall, bei allen beteiligten Staaten. Sehr viel später hat ein gewisser Baron de Coubertin diesen Gedanken aufgegriffen, sich in sportlichen Auseinandersetzungen zu messen und nicht in der Schlacht. Denn ja, das war damals so, die Adligen, die haben sich gelangweilt. Entweder sie waren im Krieg oder sie waren jagen und haben es mit ihren Zimmermädchen getrieben. Also das heißt, denen wurde langweilig, dann wollten sie wieder in den Krieg. Und dann hat eben dieser Coubertin die Idee gehabt, dann schicken wir sie in den Krieg, aber ohne, dass sie sich gegenseitig abschlachten. Und auch da war die Bedingung eben, dass man stattdessen eben dann auch auf Krieg verzichtet, zumindest so lange. Und hier war es nun wirklich anders. Kaum hatten die Winterspiele in Sotschi begonnen, ging es auf einmal in der Ukraine rund, von außen angezettelte Unruhen brachen dort los und haben letztlich das Land, wir haben die Regierung gestürzt. Im Grunde war es ein gewaltsamer Putsch. Und das war ja schon früher so. Kannst du dich daran erinnern, Freeman? Wie war denn das in Peking war das? Erzähl doch mal. Ja, wie du sagst, früher, also wenn man so, die Idee war ja im alten Griechenland, dass ja diese Olympischen Spiele eine friedliche Zeit sind, ja. Nur in der Zwischenzeit benutzt der Westen das genau umgekehrt und benutzt diese Zeit, um seine ganzen Dreckspiele durchzuziehen.
Wahrscheinlich, weil sie dann meinen, erstens mal wegen der Ablenkung und zweitens, weil dann gewissen Leuten die Hände gebunden sind. Und so war es ja auch 2008 in Peking. Genau am 8.8.08 hat ja Georgien Südossetien überfallen und auch Abkhazien und mit Hilfe der NATO. Und daraufhin, das war genau am Tag der Eröffnung der Sommerspiele damals. Also hat auch die NATO die Olympiade benutzt, um dort einen Krieg anzuzetteln, ja. Und genauso ist es jetzt hier, ja, also mit der Ukraine. Die benutzen diese Veranstaltungen als Möglichkeit, gewisse Sachen durchzuziehen, nicht? Und das ist fast ein Muster jetzt geworden. Im Grunde genommen missbrauchen dann also diese Aggressoren, das ist leider die NATO, dann immer, sagen wir mal, selbst auferlegte Beschränkungen, um anzugreifen. Zum Beispiel war es bei Libyen oder auch Syrien der Ramadan. Hier war es jetzt die Olympiade, Peking auch. Also das heißt, sie gucken immer, dass ihr Opfer irgendwie mit was beschäftigt ist und gerade sich nicht richtig wehren kann. Und dann schlagen sie zu. Eigentlich eine ziemlich miese Nummer. Ja, und wenn man jetzt guckt, Merkel ist in Israel und genau in dem Zeitpunkt, wo sie dort ist, was passiert? Israel bombardiert den Libanon, oder? Ist doch ja. Super, oder? Oder Steinmeier ist am Maidan und auf einmal fallen dort Schüsse. Ja. Auch so eine Sache. Ja. Also, genau. Das ist schon. Also die kümmern sich ja überhaupt nicht darum, also wie wenn sie es extra machen würden, ja? Ja. Na, kommen wir nochmal nach Sotschi zurück oder auf Sotschi oder auf Russland, genauer gesagt. Hast du denn da jetzt richtig tolle, liebe Menschen auch kennengelernt oder waren die alle eher busy unterwegs und eher distanziert? Wie waren denn die dort? Also ich habe sehr, sehr nette Leute in Sotschi kennengelernt, hauptsächlich aus dem künstlerischen Bereich, aus dem Theaterbereich und bin überrascht, wie viel Kultur überhaupt dort es gibt. Sei es Konzerte, klassische Konzerte, Popkonzerte, sei es Theateraufführungen, Ballettaufführungen. Ich meine überhaupt, die Russen legen sehr, sehr viel Wert auf Kunst, sehr viel Wert auf Theater. Für sie sind die Tänzer und Schauspieler und alle, die so im Theatergeschäft sind oder im Film, Filmschauspieler, sind sehr hoch angesehen. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft in Russland. Also viel mehr als in Europa. Ja. Und solche Leute habe ich kennengelernt, die haben mich rumgeführt, sie haben mir alles gezeigt, sie haben mich praktisch wie ein Teil von ihnen, durfte ich mitgehen und zum Beispiel die Eröffnung von einem Museum war ich beteiligt und so Sachen. Also es war erstaunlich. Und wenn du so durch die Straßen von Sotschi gestreift bist, und dort mal eingekehrt bist, was essen denn die dort? Ich kenne jetzt nur Soljanka und Borscht, aber ich denke, die haben da doch ein etwas erweitertes Repertoire oder Angebot gehabt. Also Sotschi bietet natürlich vom Essen her alles. Man kann in die feinsten Restaurants gehen, wirklich Weltstandard. Oder man kann auch einfach draußen auf einer Terrasse sitzen und irgendwelche traditionellen Gerichte zu sich nehmen. Sie essen gern so Fleisch am Spieß, haben sie gerne. Sie essen auch gerne irgendwelche Gemüsesuppen. Es ist vieles relativ vegetarisch, wenn ich so gucke, was sie dort kochen, ja. Das einfache Essen. Ne? Aber sonst in den gehobenen Restaurants kann man alles bestellen, was es gibt. Nicht? Also es sind internationale Menüs. Ja, dann hat es ja so geschmeckt. Schön.
Machst du denn, du hast ja Filmaufnahmen gemacht und vielleicht auch Videoaufnahmen, Videomaterial, das du mitbringst. Können wir da vielleicht noch ein Sochi-Video von dir erwarten? Ja, das Problem ist, dass das IOC, wie ich ja vorher gesagt habe, dass die Spiele gehören dem Internationalen Olympischen Komitee in Lausanne. Und sie haben sämtliche Rechte auf alle Filmaufnahmen. Und das heißt, dass wenn ich Filmaufnahmen mache und es kommt irgendwie irgendwas Olympisches drin vor, dann sind die scheinbar in der Lage, diese Videos zu sperren. Und das ist mir ja jetzt schon mit ein paar Videos passiert. Ja, entweder mit dem Urheberrecht von der Musik her, die man einfach auch irgendwo aus dem Lautsprecher hört und mit auf die Tonspur kommt, oder weil irgendwas anderes Olympisches da vor die Kamera kommt. Und das finde ich natürlich unmöglich, weil man kann ja dann praktisch nichts berichten. Wie will man denn was berichten, wenn sie einen wegen Urheberrecht da ankommen? Ja? Das ist eine Sauerei. Ja. Ja, sicher, sicher. Na Das gut. heißt, man darf nur das wissen und das sehen, was von den offiziellen Kameras und von den Fernsehsendern übertragen wird, ne? Das darf man sehen. Aber wenn jemand privat was filmt und aufs Internet stellt, dann hauen sie einem sofort mit dieser Urheberrechtskeule eins auf den Kopf. Und da kann man dann auch nicht auf andere Plattformen wie Vimeo oder MyVideo oder so ausweichen. Das wird dann nicht möglich sein. Na, ich hab's ja auf Vimeo getan, aber auch dort bekam ich die Meldung. Nicht? Also zum Beispiel, ich habe ja ein Video gemacht vom Herrn Abfahrtslauf. Und da war natürlich so, dass ja dort am Ziel, in dieser Zielarena, war ja eine große Leinwand, eine TV-Leinwand. Und ich habe natürlich mit meiner Kamera, ist diese Leinwand natürlich vor meine Kamera gekommen. Und dann haben sie mir gerade das Video gesperrt. Ich habe es vor Weil zum. diese Fernsehaufnahmen von der Leinwand auf meinem Video sind. Ja. Okay, also die haben wirklich einiges zu verbergen, sonst müssten sie da nicht so engstirnig sein. Freeman, erstmal vielen, vielen Dank Es und. war ja auch so, ich durfte zum Beispiel das Schweizer Fernsehen, die Webseite vom Schweizer Fernsehen durfte ich, war gesperrt. Was? Und da kam also zum Beispiel die haben ja auch teilweise Berichte auf ihre Webseite getan, ne? Weil ich wollte mich informieren, oder? Was bringt denn der Schweizer Fernsehen über Sochi? Und dann kam der Spruch, diese Aufnahmen sind nur innerhalb der Schweiz anzuschauen. Also du kannst sie außerhalb der Schweiz gar nicht anschauen. Da ist man sprachlos. Also es geht wirklich nur noch ums Geschäft und der eigentliche olympische Gedanke, der wird hier eigentlich auf das Massivste missbraucht, muss ich ehrlich sagen an der Stelle. Ja, natürlich. Ja. Ja, vielleicht noch ein Schlusswort ganz am Ende unseres Interviews. Was hätte ich noch fragen sollen? Was wolltest du denn gerne noch mit anbringen? Ja, also der Präsident Putin war ja am Montag hier in Sochi, ist aufs Olympiagelände gegangen und hat sich bei all den Leuten, die das ermöglicht haben, die Organisatoren, die Macher und auch die Sportler, die noch da waren, bedankt. Er hat halt auch, glaube ich, ein paar Bäume gepflanzt. Und weil es geht ja jetzt demnächst weiter mit den Paralympics, also mit der Olympiade für die Behinderten. Also es ist ja noch nicht zu Ende, sondern jetzt gehen ja die Behindertensportler haben ja jetzt ihre Olympiade. Und er war hier und hat sich bei allen bedankt und er hat dann ist dann auch auf die Kritik eingegangen. Er hat gesagt, es gab positive Kritik, die ihnen geholfen hat, die ganze Sache auf die Beine zu stellen. Aber es gab auch Kritik, die eigentlich nur bösartig ist und rein strategisch gemacht wird. Also und das haben wir ja selber festgestellt, ne? Zum Beispiel,
ja, wie soll man sagen, unken jetzt gerade wieder alle rum. Wie kann das bloß sein, dass sie das, dass da kein Terroranschlag passiert ist? Also, wie haben sie das denn jetzt schon wieder gemacht? Das dürfte doch eigentlich gar nicht sein. Also auch Genau, da. jetzt stellen sie natürlich die amerikanischen Medien wie CNN gehen natürlich her und drehen jetzt das Ganze auch wieder ins Negative. Wie war das überhaupt möglich, dass es keinen Terroranschlag gab? Was haben die bösen Russen denn gemacht, um das zu verhindern, oder? Ich sage ja, man kann machen, was man will. Man macht's falsch, oder? Es sei denn, du schenkst den Konzern dein Erdöl, dann machst du es richtig. Dann nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du die Zeit für uns gefunden hast, Freeman. Dir wünsche ich noch einen guten Heimflug und ich hoffe auch weiterhin auf eine gute Ja, Zusammenarbeit. ich will noch daran erinnern, dass ja diese ganzen, weil ja auch die Kritik kam, dass da ein Haufen Geld ausgegeben wurde, nur für diese einmalige Sache. Und das stimmt natürlich nicht, denn zum Beispiel im Oktober findet ja genau auf dem olympischen Gelände, wird ja die Formel 1 durchgeführt, oder? Gibt es ja dann einen Rennkurs, Formel 1-Rennen. Und das wird ja auch dann vorbereitet. Also dieses Gelände wird ja dann auch für andere Sportveranstaltungen verwendet, zum Beispiel auch dann für die Fußball-Weltmeisterschaft. Also das Stadion, wo die Eröffnung und Schlussfeier war, ist ja so konzipiert, dass es ein FIFA-Standard entsprechendes Fußballstadion ist, wo dann auch Fußball-Weltmeisterschaftsspiele stattfinden werden. Nicht? Und das heißt also, dass diese Investitionen, ne, sind ja nicht nur jetzt für die Olympiade, sondern wie gesagt für die Formel 1, für die nächsten 10 oder wie viele Jahre jedes Jahr jetzt hier stattfinden wird, plus noch für die Fußballweltmeisterschaft. Ne? Ja, und Putin, der hat das ja auch nicht einfach nur alles aus der Staatskasse finanziert, sondern der hat auch ganz klar eine Kollekte gemacht. Das heißt, der ist zu verschiedenen russischen Oligarchen, die dank seiner Hilfe und seiner Politik Milliardäre geworden sind, und hat klar gesagt, also hier steuer mal ein bisschen was dazu, zum Beispiel 144 Millionen für den Flughafen und so weiter. Schließlich verdienst du dabei auch ganz gut. Und das haben die gemacht. Und dadurch hat er auch schon wieder einen ganz großen Teil der Gelder reingekriegt. Darf man alles nicht vergessen. Also, das war alles von vorne bis hinten sehr gut geplant. Ja, und ich meine ja, wie gesagt, das ist ja jetzt ein ganz toller Urlaubsort geworden, Sommer wie Winter. Und das ist natürlich wichtig für diese Region und überhaupt für Russland, dass sie so eine tolle Möglichkeit eröffnet haben, im eigenen Land Sommerferien zu erleben, aber auch Wintersport zu betreiben. Ne? Und es werden ja dann sicher in Zukunft auch Weltmeisterschaften dort stattfinden. Also es geht ja alles weiter. Ne? Das ist ja nicht so, dass das jetzt fertig ist und verlottert, sondern im Gegenteil, das wird ja alles jetzt mehr und mehr benutzt. Da graut es mir jetzt schon von dem ganzen kleingeistigen Geschimpfe, das unsere Medien da wieder anstimmen werden. Aber das wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Ja, wir können es Okay. ja dann vergleichen, wenn in Südkorea in 4 Jahren dort die Winterspiele sind, können wir ja dann vergleichen, ob sie das auch niedermachen oder ob sie es in den Himmel loben. Denn der Ort in Südkorea liegt auch übrigens am Meer, ja, und dann geht es hoch in die Berge. Also ist eine ähnliche Lage. Ich meine, ich habe ja mit vielen Journalisten, die also langjährig schon die Olympiade beobachten, habe ich ja gesprochen. Und sie haben gesagt, also ihre Arbeitsbedingungen waren ganz toll, und alles, es hat auch alles funktioniert. Man hat es ja auch gesehen anhand der Übertragungen, der vielen, vielen Sportarten, die da gleichzeitig abliefen. Es lief ja alles am Schnürchen, ja. Es gab ja nur einmal ein Problem, weil es Nebel war in den Bergen. Dann mussten sie, ich glaube, ich den Langlauf verschieben. Aber dafür kann man ja nichts, ne, wenn es neblig ist und man nichts sieht. Aber ansonsten ist ja alles genau nach Plan abgelaufen, ne?
Ja, aber in der Schweiz, da ist es auch so, wenn es zu neblig wird, dann wird die Piste gesperrt, weil das sonst irgendwann lebensgefährlich ist, da runter zu fahren. Ne? Also, es ist halt in den Bergen, kann man nun mal nicht so wie im Flachland agieren. Da Genau. ist eben eine Größe, mit der man rechnen muss. Na gut. Ja, ich habe ja auch teilweise einen Haufen Mails gekriegt von Leuten, die einfach die ganzen diese Lügerei vom Mainstream nachgeplappert haben. Zum Beispiel auch die Behauptung, es wurden Leute umgesiedelt, ja, zwangsweise umgesiedelt. Ich meine, erstens einmal muss man wissen, ja, dass man ja gar kein Eigentum auf Grundstück haben kann. Das kommt ja noch aus der Sowjetzeit. Man ist nur, das ist wie nennt man das, im Baurecht, ja. Und zweitens war das ein Sumpfgebiet und da waren höchstens ein paar Schrebergärten und irgendwelche Baracken dort. Die musste man natürlich entfernen. Gleichzeitig ist es aber in Deutschland so, dass es schon Tausende oder Hunderte Dörfer gegeben hat, die man wegen dem Braunkohlebergbau, Tagebau, Dörfer und Städte, die 1.000 Jahre alt sind, sind verschwunden. Wieso regt sich denn darüber keiner auf, dass man diese ganzen Menschen umsiedeln muss und so Garzweiler. weiter? Ja, Ja, Garzweiler. Garzweiler in der Nähe von Köln. Und auch in Ostdeutschland werden riesige Gegenden, werden Dörfer kaputt gemacht, verschwinden von Menschen, die schon seit Generationen dort leben. Ja, das heißt also, darüber regt sich dann wieder keiner auf. Ja. Also bei jeder Olympiade muss man eben ein Olympiagelände erschaffen und das möglichst in Nähe zu irgendeiner Stadt. Und deswegen gibt es da immer Probleme mit Anwohnern. Da werden immer irgendwelche Leute ihr Grundstück verlieren. Nun weiß ich aber von denen in Sotschi, die dort umgesiedelt wurden, dass sie wirklich umgesiedelt wurden. Das heißt, die haben ein neues Haus und ein neues Grundstück bekommen oder eine neue Wohnung, in der sie wohnen konnten. Das heißt, die standen nicht auf einmal vor den rauchenden Trümmern ihres einzigen Zuhauses, sondern die haben die Chance bekommen, sich neu was aufzubauen. In Brasilien, da protestieren gerade alle auf der Straße, weil es da nicht ganz so ist. Da werden sie einfach vertrieben. In Peking waren sie vielleicht auch nicht ganz so zimperlich. Ich weiß es nicht. In London zum Beispiel wurden ganze Straßenzüge abgerissen, damit dort das Olympiastadion hin konnte. Und das Schlimme, das war ja, dass das Gelände zum Teil radioaktiv verseucht war. Die haben da also also ja, wie sagt man, niedrigstrahlenden Atommüll verbuddelt an manchen Stellen. Und deswegen ist dieser radioaktive Staub mit dem Wind dann in diese ganzen umliegenden Siedlungen getragen worden, sodass sie da also im Grunde auch ihren Kaffee nicht mehr draußen stehen lassen konnten. Die mussten alles abdecken und mussten immer mit dem Geigerzähler rum. Und ja, da wird wohl der eine oder andere auch Krebs bekommen haben, was wir nie erfahren werden. Also, wie gesagt, wir haben allen Grund, die Klappe zu halten und nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen. Außerdem, wer mit einem Finger auf andere zeigt, auf den zeigen seine drei anderen Finger. Also, da müssen wir uns, ja, da Ich würde gerne noch zur Ukraine was sagen. sehr gerne. Also, was da abläuft, ist natürlich, sagen wir mal, teilweise ziemlich undurchsichtig. Und es ist nicht so, wie die westlichen Medien das darstellen. Es gibt eine große Opposition gegen diesen Putsch, der jetzt stattgefunden hat. Speziell im Westen und im Süden der Ukraine, sind sie überhaupt nicht einverstanden, was da in Kiew abläuft. Im Osten. Genau. Und es sieht überhaupt nicht danach aus, als wie wenn das Ding gelaufen wäre. Also da werden noch ziemlich viele Sachen passieren, bis sich das irgendwie, bis man da mal einen Durchblick hat, ja. Denn erstens einmal ist es natürlich eine Riesenschweinerei, dass der Westen quasi Faschisten unterstützt, gewaltbereite Faschisten unterstützt, oder?
und so tut, als wie wenn die legitim wären, ja. Und da wird sich noch einiges ergeben, denn die Mehrheit der Ukrainer ist überhaupt nicht einverstanden mit dieser sogenannten Opposition. Ich meine, die lachen doch alle über den Klitschko, wie sie alle heißen, oder? Ja, ja. Ich meine, die wissen ja, dass das nur westliche Marionetten sind, ja. Und natürlich ist diese so angebliche neue Regierung, die aber Russland gar nicht anerkennt, oder, gerade hergegangen und hat gesagt, ja so, und jetzt müsst ihr mit 35 Milliarden mal rausrücken, oder? Das heißt, die EU soll jetzt 35 Milliarden denen geben, wo sie selber am Verrecken sind. Ich meine, frage mal die Griechen oder die Spanier, ob sie in der Lage sind, jetzt Geld in die Ukraine zu schicken. Ja? Die sind ja selber am Verrecken. Ich meine, wenn die wirklich meinen, dass sie von der EU was kriegen, dann haben die sich aber wirklich getäuscht. Die werden gar nichts kriegen. Ja? Eine Milliarde haben sie ihnen geboten, so nebenher. Oh Gott, ich habe einen Hals drin. Na gut, macht nichts. Ja, und deswegen, also da werden noch viele Sachen passieren in der Ukraine, aber es ist wieder typisch, dass da ein Umsturz gemacht wurde. Nur, es gehören ja zwei Sachen dazu. Man muss natürlich auch Leute finden, die sich für so einen von außen gestützten Umsturz einsetzen lassen. Und die gibt's halt leider, ja. Nicht? Ich meine, wenn natürlich niemand bereit ist, sich schmieren zu lassen, damit er auf die Straße geht und Molotow-Cocktails schmeißt, dann kann ja auch nichts, können die ja auch nichts machen. Ne? Ja. Aber ja. Es gab halt ein paar Idioten, die dazu bereit sind, weil sie halt allgemein unzufrieden sind. Ja? Findet man immer. Gut. Was es natürlich auch eine Lehre sein könnte, ist für uns. Ich meine, ist das wirklich so einfach? Wir machen eine Barrikade auf irgendeinen Platz und zünden sie an und dann fangen wir an, da auf die Bullen zu ballern. Ist das der Weg, wie wir eine Regierung stürzen können? Ist das jetzt unser Modell oder was? Und vor allen Dingen habe ich so ein bisschen die Sorge, dass das vielleicht jetzt in Russland auch rund geht, denn im April sind die Präsidentenwahlen in Syrien und Assad wird natürlich der Präsident und vielleicht wollen sie davor auch nochmal was drehen, wer weiß. Ja gut, in Russland das ist ja das, was ich vorher gesagt habe, es muss ja der Boden dafür bereit sein und ich glaube nicht, dass in Russland irgendwas ist, da gibt es keine Bereitschaft, da gibt es nicht diese Unzufriedenheit. Ich habe nämlich gerade neueste OECD-Bericht gelesen und da steht Russland vom Einkommen her an allererster Stelle an Einkommen, das man nach Hause nehmen kann. Also abzüglich von Steuern und sämtlichen Abgaben ist Russland an erster Stelle neben Bahrain, glaube ich. Das heißt also, die ganzen OECD-Länder sind weit, weit hinter Russland in Bezug auf, was die Leute verdienen und was sie tatsächlich nach Hause nehmen können, ja, weil ihnen so viel abgezwackt wird. Und das ist in Russland ja nicht der Fall, weil Russland hat ja sehr tiefe Steuern. Ja. Ich meine, es gibt ja, die Steuer beträgt 13%. Das ist ja, eigentlich ist ja Russland ein Steuerparadies. Okay. Und das ist ja wichtig, dass wenn die Leute merken, von dem, was sie verdienen, bleibt ihnen auch viel hängen, dass das natürlich schon ein großer Unterschied ist, als wie in anderen Ländern in Europa man 3/4 vom Jahr eigentlich nur für den Staat arbeitet, wie in Deutschland. So. Da die Technik bei mir jetzt so ein bisschen die Grätsche macht, ich habe immer diesen Halt drin, ich weiß nicht, ob man den jetzt auch hört, würde ich sagen, wir kommen mal jetzt zum Ende des Interviews. Oder ist soweit alles gesagt oder wolltest du noch irgendwas gerne anbringen, Freddy Freeman? Naja, man könnte viel über was in der Welt passiert, ja. Speziell im Finanzbereich. Also
Auf jeden Fall sieht es gar nicht gut aus. Ich glaube, 2014 wird es irgendwo sicher mit den Finanzen einen Knall geben. Aber das kann ja dann Thema einer anderen Sendung sein. Ja, würde ich auch sehr gerne. Das ist ein wichtiges Thema, würde ich gerne machen. Nun gut, dann würde ich jetzt sagen, wir verabschieden uns mal. Sonst wird das Interview auch zu lang, dann hört sich es keiner mehr an. Dir nochmals ganz, ganz herzlichen Dank für deine Berichterstattung, auch für heute, für den Abschlussbericht. Das hat uns allen auf jeden Fall nochmal ein anderes Bild von Sotschi gegeben und uns auch nochmal deutlich gezeigt, dass die Berichterstattung hier in den westlichen Medien wirklich unter aller Kanone ist. Ja, dir kann ich nur wünschen, dass du eine gute Heim- oder Rückreise, einen guten Heimflug hast. Und ja, dann bis zum nächsten Interview. Wir hören voneinander. Bis dann. Ciao. Gern geschehen. Bis bald. Tschüss.